Heute der Firmenerlebnistag bei der Firma Stingel. Ihr seid mit dabei. Ich habe mir hier den Yannick geschnappt. Du bist seit Freitag? Seit Montag. Ja. Auszubildender bei der Firma Stingel. Du, erzähl uns doch mal ganz kurz deine ersten Eindrücke jetzt zu der Ausbildung hier. Also ich muss echt sagen, die ersten Eindrücke sind wirklich super. Ich habe jetzt dafür schon für den ersten Tag dürfen viel machen. Ich habe Radlader fahren dürfen. Im Bagger bin ich auch schon geguckt, hab mir so ein bisschen alles gezeigt. Ich darf heute Kanäle verlegen bei der Randsteuner. Und es macht echt sehr viel Spaß. Ich stehe jetzt hier mit dem Herr Christoph Stingel von der Firma Stingel. Stellen Sie sich für unsere Zuschauer doch noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Christoph Stingel, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Friedrich Stingel GmbH sowie der SBR Stingel Baustoff Recycling GmbH. Wir sind ein Unternehmen mit 130 Mitarbeitern, sind spezialisiert auf Straßenbau und Tiefbau sowie Baustoffrecycling. Was uns auszeichnet, ist das breite Arbeitsumfeld. Wir haben vom Straßenbau, Tiefbau, wir haben die einzelnen Disziplinen, Asphaltbau, wir pflastern, wir legen Randsteine, wir stellen Asphalt selbst her, haben eine eigene Asphaltmischanlage, wir haben eine eigene Betonmischanlage und dadurch bekommen die Auszubildenden ein breites Umfeld, wo sie sich ihren Bereich raussuchen können, in dem sie sich wohlfühlen. Workazik ist eine tolle Gelegenheit, wo wir Unternehmer mit den Auszubildenden in Kontakt treten können oder mit den jungen Menschen. Wir erachten das auch als Auftrag, den jungen Menschen einfach so ein bisschen die Arbeitswelt zu zeigen. Die clever, kindernah, würde ich sagen, drei Worte haben sie gesagt, und konstant. Also wir haben jetzt eine konstante Entwicklung, es geht immer weiter. Vielen Dank. Dankeschön. Und wie stellt sich der Kollege gerade so an? Also bis jetzt eigentlich gut. Okay. Ich habe gerade gesehen, du durftest ein bisschen Bagger fahren, sogar den großen. Wie war denn das gerade? Richtig cooles Gefühl, wenn man normalerweise bloß mit der Hälfte von der Tonnenzahl fährt. Aber cool einfach.